Exacto. Todo. Ja, meine Herren, wir haben eben ein für mich auch sehr schönes Erlebnis gehabt. Ihre Ankunft, die wir gerade gesehen haben, auch in unserem kleinen Zuspielfilm mit den beiden Fahrzeugen, die sofort wieder auch bei mir Erinnerungen hervorgerufen haben. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt einsteigen und in die Fachdiskussion, sage ich es mal, würde ich Sie beide bitten, dass Sie vielleicht mit Ihnen beginnt, dass Sie sich kurz selber vorstellen, wer Sie sind und woher Sie kommen, was Sie machen und was Sie mit diesen Fahrzeugen zu tun haben. Ja, mein Name ist Hubert Pfannkuche. Ich bin in einem DKB-Betrieb groß geworden. Mein Vater hatte im westfälischen Beckum einen Automobilbetrieb und 1948 mit Borgward begonnen und dann 1950 auf DKW umgeschwenkt. Und da habe ich dann als Sechsjähriger beim ersten Vorführwagen das Glück gehabt, dass er mich auf seinen Schoß genommen hat. Und ich durfte dann die Abteilung Lenkung übernehmen, wobei er Pedalerie und Schaltung übernahm. Das haben wir uns also wirklich gut geteilt. Und das sind natürlich Erinnerungen, die mir mein Leben lang treu geblieben sind. Ich bin ja bis 1966 bin ich auf DKW gefahren. Und 1966 auch mein erstes neues Fahrzeug, ein DKW F102, aus dem ja dann später der Audi abgewandelt wurde, weil er dann einen Viertaktmotor von Mercedes bekam. Und diese Zeit hat mich natürlich, was DKW anging, äußerst geprägt und hat mir unglaublich viel Freude gemacht, weil diese Dinger einfach rennfertig waren, ohne dass man was machen musste. Man war eigentlich immer überlegen. Ich habe Tankdienst gemacht bei meinem Vater und abends immer nach dem Tankdienst nochmal eben auf die Autobahn vom Beckum Richtung Bielefeld und dann immer drauf gewartet, ob dann nicht irgendeiner kommt, der möglicherweise noch schneller sein könnte. Das Schönste waren immer Borgward Isabella, also die normale Isabella, die konnte ich packen, aber die TS mit 75 PS, der war dann am Berg zu stark. Aber es war eine unglaubliche Freude. Man hört die Begeisterung und spürt es. Ja, das ist auch so. Das bleibt auch so. Herr Schormann. Ja, also mein Name ist Rolf Schormann und ich bin eigentlich durch meinen Vater damals in den 60er Jahren zu der DKW-Geschichte gekommen. Mein Vater hatte sich einen DKW Junior gekauft und in diesem Zusammenhang sind wir dann hier in dem Braunschweiger DKW-Club eingetreten und ich als 14-Jähriger dann immer mit dabei. Dann ging das auch immer Pfingsten zum großen Treffen am Nürburgring. Pfingsten war immer das Silberschildrennen. Eine der größten Veranstaltungen, vor allem also Automobilclub-mäßig gab es nichts Größeres. Das war immer das Größte damals. Da wurden also viele Rennen gefahren und da wurden also auch, mein Vater war kein Rennfahrer, sondern da wurden dann eben Gleichmäßigkeitsveranstaltungen durchgeführt. Und so kam eben der Zugang zu diesen DKW-Geschichten. Und ja, bis ich dann selber DKW fahren konnte, das hat sich alles gehalten. Dann auch automobilsportmäßig, also mit Orientierungsfahrten, Geschicklichkeitsturnieren und Slalom dann vor allen Dingen. Und ja, und das hat sich, dann ist das irgendwann eingeschlafen. Und ich habe mir jetzt so vor 4 Jahren, habe ich dann wieder die alte Liebe entdeckt und habe mir dann den F12 zugelegt und bin dann hier auch zu den DKW-Freunden Harzheide dazu gestoßen und versuche mich jetzt hier tatkräftig einzubringen. Okay, auch bei Ihnen zu spüren. Ich muss jetzt schon mal das Wort Liebe gebrauchen, ne, zu den Fahrzeugen, um die es hier geht eigentlich. Jetzt müssen wir aber noch 2 Sachen klären. Wir haben als Anlass unseres Gespräches heute das 42. internationale Jahrestreffen. Ich habe das Plakat eben hier. Das halten wir nachher auch nochmal in die Kamera. Und hier steht ein zweites mit dem 31. internationalen Treffen. Das ist
Das sind die Auto-Union-Veteranen oder der Auto-Union-Veteranen-Club. Ja. Das ist aber jetzt nicht dasselbe wie die DKW-Freunde Harzheide. Das sollten wir vielleicht mal zuerst klären. Ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen dazu was sagen möchte. Das ist die Sache ganz klar von Herrn van Kuh. Ist das ein Verein? Ist das ein e.V.? Ist das, oder was ist das? Als ich 1977 nach Braunschweig kam, da habe ich DKW nicht mehr in Erinnerung gehabt. Und durch einen Zufall, das war 1999, bin ich durch einen glücklichen Umstand an ein DKW-Motorrad gekommen. Und zwar eine DKW RT 175 VS. Und die stand 1960 noch bei uns in Beckum im Ausstellungsraum. Und kein Mensch wollte mehr Motorrad kaufen. Die wollten alle nur noch ein Auto kaufen. Bei uns, meinem Vater insbesondere, sehr recht. Aber ich als junger Mensch konnte nicht verstehen, dass so ein schönes Motorrad niemand haben wollte. Und dann habe ich neben meinem Tankdienst, den ich bei meinem Vater ausführte, nebenbei dann immer Autos aufgemöbelt, immer 3.6000er, dann DKW Junior, die dann verscherbelt habe. Und damit habe ich dann später mein Studium des Maschinenbaus in Dortmund durchführen können. Und auf Braunschweig bezogen, hat damit dann mit dem Motorrad dann auch ein Jahr später auch einen DKW 1000S Coupé Deluxe bei der Firma Nies gestanden und den habe ich dann übernommen und dann fing das an, dass ich gesucht habe in der Braunschweiger Region Enthusiasten, die sich über DKW freuen. Und das gelang mir dann. Ich habe 10 Leute zusammengebracht und die haben wir dann zu uns nach Hause gebeten und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen irgendwas tun, um unsere Interessen auf ein Niveau zu heben, was uns gemeinsam dann sehr viel Freude macht und wo wir uns gegenseitig auch helfen können. Und das ist dann dahin gemündet, dass wir dann die DKW-Freunde Harzheide gegründet haben. Nicht nur unbedingt, um die Marke DKW alleine hochzuheben, sondern alles, was mit 4 Ringen zu tun hatte. Und da ergibt sich dann automatisch dann, dass wir auch überwiegend auch im Auto-Union-Veteranen-Club verbunden sind. Der Auto-Union-Veteranen-Club ist eine Gemeinschaft von ungefähr 1100 Mitgliedern weltweit. Insbesondere natürlich aber auch Deutschland. Ja. Und seit ungefähr 40 Jahren werden internationale Treffen durchgeführt. Und dieses Jahr ist wieder Braunschweig dran. Und das machen wir DKW-Freunde als fungierender Stammtisch des Auto-Union-Veteranen-Clubs. Ja. Seit vielen Jahren, also wir sind jetzt schon seit 22 Jahren hier in Braunschweig aktiv, machen wir das sehr gerne für unseren Auto-Union-Veteranen-Club. Ja. 2004 haben wir uns die ersten Sporen verdient. Das war damals auch ein Riesentreffen, auch mit der gesamten Anmietung der Stadthalle. Ein Riesenevent mit einer tollen Reflexion, mit fast 300 Fahrzeugen seinerzeit. Ja, und dieses Jahr erwarten wir zumindest noch immerhin 200 Fahrzeuge mit etwa 400 Teilnehmern. Mhm. Denen wir die Freude gönnen, unsere Region kennenzulernen. Ja. Da kommen wir gleich nochmal drauf. 200 Fahrzeuge, 400 Teilnehmer. Haben Sie so einen Überblick, wie die sich zusammensetzen, so, wo die alle herkommen? Oder? Ja, also unsere ausländischen Teilnehmer, da haben wir insgesamt 54. Also ich gehe jetzt mal, die 200 haben wir noch nicht ganz zusammen. Wir haben also bisher tatsächlich angemeldet 180. Aber es tröppelt immer noch Fahrzeuge. So ein bisschen was nach. Das dauert auch 2 Tage, um sich 180 Oldtimer anzugucken. Naja, also von diesen, wir sind also insofern, sind das also 126 deutsche Teilnehmer. Und 54 ausländische Teilnehmer. Das ist also ein Viertel, ja, über den Daumen. So, davon kommen die meisten, sind unsere Nachbarn aus den Niederlanden. Da haben wir also 25 Teilnehmer. Dann haben wir 7 aus Belgien. Dann kommen 7 aus Österreich und 6 aus der Schweiz. Dann, man höre und staune, sogar 4 aus Großbritannien. So, dann haben wir also von unseren Nordischen, da haben wir nicht so viel, ein Däne und ein Schwede kommen zu uns. Ein Franzose kommt und ein Portugiese. Mhm. Und die weiteste Anreise hat ein DKW-Freund aus Südafrika. Südafrika. Der kommt aber nicht mit dem Auto.
Der kommt mit dem Flugzeug. Das hätte ich mir jetzt fast schon gedacht. Der hätte ja Monate vorher schon fast losfahren müssen. Ja. Aber nochmal eine Frage zu den Gästen aus England. Mhm. Sind das Rechtslenker gewesen oder sind das normale, sind ganz normale? Das sind Rechtslenker. Tatsächlich. Ja, ist DKW als Rechtslenker. Ja, natürlich, hat es gegeben. Auch für Südafrika sind ausschließlich Rechtslenkerfahrzeuge geliefert worden und teilweise auch in Südafrika zusammengebaut worden. Also man hat die Komponenten der Fahrzeuge nach Südafrika geschickt und die wurden dann zu Fahrzeugen zusammengebaut. Mhm. In Rechtslenker-Version. Ja, das war nämlich zu der Zeit einen Exportartikel so aufzubereiten, das war schon... Und das war vor Krieg. Mhm. Ja. Mhm. Ja, jetzt haben wir etwas vergessen, das müssen wir natürlich jetzt noch nachtragen. Mhm. Wir haben noch gar nicht gesagt, wann und wo die Veranstaltung war. Die Stadthalle ist ja schon angeklungen, aber das Datum und vielleicht gibt es so ein bisschen zum Programm, was geplant ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen beiden das... Ja, wir haben vor, am 20. in der Stadthalle zunächst mal die Gestaltung durchzuführen, die Fahrzeuge, die Exponate einzubringen. Auf der Bühne wird schön was gezeigt und im Forum werden wir auch unter anderem einen Horch 853 Achtzylinder Cabrio da stehen haben. Mhm. Die Wertesituation möchte ich jetzt nicht ansprechen, unbezahlbar. Ja, und dann werden wir abends bei uns in unserem Stammlokal Moorhütte werden wir unsere interessierten Gäste zu einem Filmabend einladen. Der Filmabend wird über die DKW-Geschichte einiges berichten, wird aber auch über unsere, das ist sehr eigennützig und selbstverständlich, dass wir auch über unsere Aktivitäten hier in der Braunschweiger Region ein bisschen was publizieren und zeigen werden, das uns große Freude macht. Mhm. Am nächsten Tag, das ist der Tag der moderaten und selbstgewählten Interessenbereiche, wo man also zunächst mal, das ist auch dann entsprechend sehr hoch frequentiert worden, die Autostadt Wolfsburg besuchen wird. Die DKWs werden dann in der Autostadt einen besonderen Parkplatz finden, werden dort gefilmt werden, dort wird es eine Begrüßung geben und dann können sich unsere interessierten Leute dort die Autostadt ansehen. Der nächste Punkt ist das Paläon in Schöningen. Da werden auch einige unserer Fahrzeuge dort hinfahren, um sich dort die Geschichte der Speere anzuschauen und den Braunkohlentagebau mit den tollen Ergebnissen sich anschauen. Und ein anderer Punkt ist der Besuch des Mühlenmuseums in Gifhorn. Das ist ja auch eine sehr schöne technikbezogene historische Geschichte, die dann auch frequentiert sein wird. Ja, und dann geht es weiter, das kann vielleicht der Herr Schaumann. Ja, und dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch an dem Freitag eben noch für unsere Motorradfreunde haben wir noch eine Ausfahrt organisiert, das ist also eine geführte Ausfahrt. Da werden Leute von uns vorwegfahren. Und da geht das also im Wesentlichen dann durch den Elm. Und zum Tetzelstein, da wollen wir ein kleines Kaffeetrinken machen. Und dann geht es eben wieder zurück nach Braunschweig, wenn so 90 Kilometer. Das ist dann jetzt nur für die Motorradleute eine Geschichte. So. Ja, und am Abend geht es dann wieder weiter. Da bieten wir unseren Gästen einen praktischen Stammtisch, so einen internationalen Stammtisch an. Wer also sich in Braunschweig nicht auskennt und möchte gerne mit den DKW-Freunden zusammen sein, der hat also da die Möglichkeit, in der Stadthalle, in der Löwenkrone, sich mit uns zu treffen, auszutauschen, ein Glas Bier zu trinken oder eine Cola, wie auch immer. Und so müssen sich die Leute nicht selber irgendwelche Lokalitäten in Braunschweig suchen. Die würden uns ja wahrscheinlich sowieso fragen, wo können wir hingehen. Ja. Aber wer das möchte, kann das natürlich selbstverständlich machen. Nicht? Also wir haben da allen Leuten die freie Hand gelassen, sich so zu entscheiden, wie das für sie am liebsten ist. Ne? Ja, ich kann das dann noch ergänzen. Insofern, dass für den öffentlich interessierten Besucher dann natürlich so, ich sag mal, ab 14 Uhr nachmittags das Parkdeck voller DKWs zu sehen sein wird
Und wir freuen uns natürlich, wenn da Interessierte kommen und sich unsere schönen Exponate dort anschauen. Es ist auch die Möglichkeit gegeben, dann in das Forum der Stadthalle hineinzukommen, um da unsere kleine Ausstellung sich anzusehen. Und ansonsten geht es dann am Samstagmorgen, am 22. dann... Jetzt kommt, glaube ich, das Bild hier zum Einsatz. Jetzt kommt das Bild zum Einsatz, genau. Das genau, und zwar ist das das Spukschloss im Spessart. Ich sage das deshalb, weil der Film damals dort gedreht wurde, im Schloss Oelber. Überall nur mit dem Spessart. Kein Mensch weiß das eigentlich, nur die Oelberaner selber. Also die Baronin Frau von Kramm wird uns dort empfangen. Unsere Fahrzeuge werden auflaufen, werden dann auf entsprechende Parkplätze eingewiesen. Und wir haben in einer riesigen Halle die Möglichkeit, dort ein tolles Mittagessen zu genießen. Und werden dann auf der Rückfahrt wieder dann irgendwann in Braunschweig an der Stadthalle eintreffen, wo dann uns ein entsprechender Teilemarkt erwarten wird, beziehungsweise wo dann der ein oder andere auch mal seinen Kofferraum aufmachen wird. Oder wenn ich jetzt mal ganz kurz einhaken darf, das, was hier davor steht, vor dem wunderschönen Schloss, ist ein wunderschönes Auto und das ist genau das, was wir zu Anfang im Zuspieler gesehen haben. Ja, genau das Auto. Ja, genau okay. Das Gleiche. Wollen wir noch mal oder dasselbe. Es ist dasselbe. Ja. Gut. Ja. Ja, genau. Ja, und abends, wenn wir das Programm, abends werden wir einen wunderschönen Galaabend genießen können. Das ist für die Mitglieder dann zur allgemeinen Unterhaltung und auch mit Beköstigung. Das haben die mit ihren Teilnehmerbeiträgen dann auch schon alle finanziert. Ja. Und das wird meist dann ein sehr schönes allgemeines Entree für die gemeinsamen Interessen sein. Und da wird man dann auch noch den Erfahrungsaustausch, der immer sehr wichtig ist. Und das wird man dann dort genießen können mit sehr viel unterhaltsamer Musik. Und hoffentlich nicht allzu viel langen Begrüßungsreden. Jetzt muss man natürlich das zweite Fahrzeug, das ist es, oder ist es nicht wirklich? Das ist es, das ist dasselbe Fahrzeug, was wir im Zuspielfilm gesehen genau. haben. Genau, das war 2004. Das ist aber auch noch was ganz Besonderes. Ja, das ist ein DKW F5 Cabriolet, ein sehr seltenes Fahrzeug, was hier in Braunschweig einem Besitzer gehört, der dieses Fahrzeug seinerzeit als erstes Fahrzeug von seinem Vater geschenkt bekam, es nach, weiß nicht, 3, 4, 5 Jahren dann abgegeben hat und es vor ungefähr 15 Jahren wiedergefunden hat und dann sehr, sehr aufwendig restauriert hat und damit wahnsinnig viel Freude hat, mit diesem Fahrzeug heute auf unseren Braunschweiger Straßen herumzukurven. Ja, und das war der vor 11 Jahren. Das war vor 11 Jahren. Das Plakat 2004. Ja. Okay. Da haben wir zum ersten Mal geübt, wie man so eine große Veranstaltung mit so einer entsprechend hohen Reflexion auch dann vernünftig und würdig umsetzen kann. Ja, aber ich denke, von den Erfahrungen profitieren Sie heute, oder? Ja, natürlich. Das klar. Selbstverständlich. Okay. Jetzt müssen wir aber noch mal... wir haben ja im Wesentlichen das Programm so in Umrissen dargelegt, denke ich. Da sind wir durch. Da gibt es noch einen Abschluss am Sonntag. Ach ja, stimmt. Da. Ja. Abschluss war noch. Den wird vielleicht Herr Schaumann mal kurz darstellen. Ja, also wir machen dann am Sonntagvormittag noch einen kleinen Jazz-Frühschoppen. Und da wird also auch die Firma Nies wird dann einige ihrer Audis präsentieren, die wir also auch versuchen dann noch in den Zusammenhang zu stellen mit unseren alten Autos. Wir hoffen, dass wir also ein Schnelllaster aus, ich weiß jetzt gar nicht aus welcher Zeit, aber der war damals schon elektrisch betrieben mit einem Elektromotor. Und das ist natürlich ein schöner Vergleich, wenn wir das hinkriegen jetzt mit dem modernen e-tron-Auto vom Audi. Ja. So, und dann klingt so gegen Mittag, wird dann die Veranstaltung ausklingen. Viele müssen dann ja auch noch recht weit nach Hause fahren, wobei viele das also auch nicht in einer, die machen also diese Veranstaltung nicht hinfahren und zurückfahren, sondern das ist ein Event eigentlich schon, die Anreise, die teilweise über mehrere Tage erfolgt.
so mit Zwischenübernachtung und eben in Kolonne fahren mit, weiß ich, 7, 8 Autos. Das macht schon Spaß, wenn man da dann auch über die Bundesstraßen, Landesstraßen dann hier nach Braunschweig kommt. Das ist alleine schon ein Erlebnis wert. Man hat auf jeden Fall die Aufmerksamkeit der anderen Autofahrer. Ne? Ja. Das, da gehe ich mal von aus. Und man wird überall immer freundlich begrüßt. Ja, das glaube ich gerne. Ja, jetzt, wir kommen so langsam zum, an den Rand unserer Gesprächszeit, die uns zur Verfügung steht. Aber ich muss jetzt trotzdem nochmal, wir haben noch gar nicht über Fahrgefühl, über das Feeling solcher Autos. Sie fahren ja auch beide moderne Autos, haben wir vorhin im Vorgespräch schon geklärt. Gibt es für Sie einen Unterschied, wenn Sie mit dem Oldtimer unterwegs sind und mit dem modernen Fahrzeug unterwegs sind? Jetzt, ich frage Sie mal zuerst. Tja, also ich bin natürlich dadurch, dass ich damit groß geworden bin seinerzeit, spüre ich schon den Unterschied. Aber ich nehme den nicht als so gewaltig wahr, weil ich einfach, sagen wir mal, das Fahrgefühl, ich muss da wieder die große Liebe DKW ansprechen, einfach eine besondere schon immer war und eigentlich uns immer vorne hat mitspielen lassen. Auch gegen sehr viel größer, Hubraum, gewaltigere Fahrzeuge. Und dann das Genießen des Frontantriebs, das Ausnutzen des Frontantriebs in kurvigen Fahrstrecken, wo wir dann im Prinzip früher immer im Prinzip gegenüber dem normalen Fahrer immer unsere Überlegenheit haben auskosten können. Und das genießen wir heute immer noch. In Braunschweig an einer doppelspurigen Ampel zu stehen und dann zu sehen, wie sich alle neben uns orientieren, nur weil sie meinen, wir halten den Verkehr auf und wir sind dann unterwegs und freuen uns, wie die Kolonne dann mühsam hinter uns versucht herzukommen. Und das aus 900 Kubik, 40 PS, das ist wirklich unglaublich. Das ist unglaublich. Da zeigt man uns auch wirklich immer den Daumen hoch. Gibt es auch eine Reaktion? Ich meine, das ist jetzt so, dass das Selbstgefühl, wenn man am Steuer sitzt. Aber gibt es auch eine Reaktion anderer Verkehrsteilnehmer? Ja, also erstmal wird man überall sehr freundlich begrüßt. Bei den jungen Leuten, ganz jungen Leuten, die sagen, oh, guck mal, ein alter Audi, weil sie ja die vier Ringe kennen. Vier Ringe, genau. Ja. Und bei den etwas gesetzteren Herren, die sagen, oh, so einen hatte ich früher auch mal. Nicht? So, das sind so die Erinnerungen, kommen dann wieder hoch. Ja. Und es ist wirklich, also sehr oft, wenn man an der Ampel steht, dann kurbeln die Leute neben einem das Fenster runter und machen den Daumen hoch und fragen, welches Baujahr ist das denn? Und sehr schön und tolles Auto, nicht? Ja, so geht das dann halt. Nicht? Mhm. Also die Aufmerksamkeit ist einem gewiss. Ja. Können Sie sich vorstellen, dass es Fahrzeuge aus der aktuellen Produktion gibt, die in 40 Jahren nochmal das gleiche Aufsehen erregen? Ja, das ist das, was wir im Prinzip bezweifeln müssen, obwohl uns natürlich hier und da das Gegenteil bewiesen wird. Aber eigentlich nicht. Also es ist ja seinerzeit so gewesen, dass jedes Auto im Prinzip ein eigenständiger Typ war. Und den Typ hat man von der Konfiguration in gleicher Weise nicht wiedergefunden. Die waren also für sich immer identisch in ihrer Karosseriegestaltung, in ihrer Technikgestaltung. Das wusste jeder. Das brauchte man nicht am Biertisch zu diskutieren. Das wusste auch die Hausfrau in der Küche. Die kannte sich da auch mit aus. Und heute ist das nicht mehr möglich. Heute ist alles windschnittig. Heute hat alles irgendwo eine Technik, die irgendwo schon aus dem sogenannten Baukastensystem entnommen wird und dann verbaut wird und naja, uns sicherlich auch Freude macht. Ne? Wir genießen das ja auch, dass wir eigentlich kaum noch was machen dürfen. Alles macht das Auto schon fast allein. Ja. Sie sprachen vorhin von im Vorgespräch von CW-Wert, Luftwiderstandsbeiwert und solche Dinge. Das sind so die Dinge, die ein Auto heute formen. Ne? Und dadurch sehen sich alle viel ähnlicher oder so ähnlich hatten sie es ausgedrückt. Ja, so dadurch kommt natürlich die Ingenieure und Designer, die kommen natürlich immer mehr zu einem ähnlichen Design hin, weil sie eben durch die Luftwiderstandsbeiwerte, die ja nun auch für den Spritverbrauch sehr wichtig sind,
Und also was haben wir denn früher für einen Liter Benzin bezahlt? Nicht? Ich erinnere mich noch an 45 Pfennig pro Liter. Ja, ich habe mal mit 59 Pfennig angefangen. So, das ist, die Zeiten sind natürlich vorbei und es wird natürlich auch im Wesen der Energieeinsparung hat das natürlich alles seinen Sinn. Aber dadurch wird eben alles immer ähnlicher und ja gut, also früher waren die Autos quadratisch praktisch gut, nicht? So in der Art. Das war jetzt Werbung für eine Schokoladenfabrik. Ach, nein, das haben Sie jetzt gesagt. Ich muss jetzt leider, ich bedauere das sehr, unser Gespräch so ein bisschen auf den Punkt bringen. Mhm. Also ich darf, wir sind nämlich schon drüber über die Zeit, ich darf von mir aus nochmal ganz herzlich Danke sagen, dass Sie heute bei uns waren, dass Sie so ganz kurzfristig noch Zeit gehabt haben. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg für die Veranstaltung und ich kann Ihnen auch sagen, dass jemand von uns da sein wird und Filmaufnahmen machen wird. Sehr schön. Herzlichen Dank. Ja, wir freuen uns sehr drüber. Vielen Dank nochmal und ganz, ganz viel Erfolg. Ja. Danke.